Buchlinge, vor einer Weile wollte ich von euch wissen, ob euch eine kleine Bücherregal- bzw. Hörbuchregaltour interessiert. Und da die meisten von euch wissen wollten, welche Geschichten sich bei mir so tummeln, habt ihr hiermit den ersten Teil meiner Bücherregal- bzw. Hörbuchregal-Podcast-Folgen-Tour. I can't wait! Ich beginne diese neue Podcast-Folgenreihe zuerst mit den Büchern, die sich bei mir so tummeln. Allerdings werde ich euch in der Infobox auch Informationen dazu dalassen, falls es dort Hörbuchversionen gibt. Wir beginnen mit den Buchreihen, was bei mir nämlich relativ schnell gehen wird, wie ihr gleich sehen werdet. Wir wenden uns jetzt erstmal meiner ersten Regalreihe zu. Ihr seht jetzt auf diesem Bild zwei Regalreihen. Ich sage jetzt zuerst etwas zu der oberen Regalreihe, denn zu der unteren habe ich euch noch ein anderes Bild, auf dem ihr nämlich nicht meine DVD-Sammlung sehen könnt. Für diejenigen unter euch, die jetzt nichts mit dem Bild anfangen können, weil sie es einfach nicht sehen, sich aber trotzdem für meine DVD-Sammlung interessieren, lasst mir einfach ein paar Infos in den Kommentaren da und dann erzähle ich euch etwas über die DVDs. Nur mal ein kurzer Abriss, da tummeln sich zum Beispiel Fluch der Karibik, der Film über Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder auch die High School Musical-Reihe. Wenden uns jetzt aber mal ganz unauffällig wieder den Büchern zu. Und zwar geht es bei mir los mit Stardust von Lisa Price. Dieses Buch habe ich bei meinem allerersten Live- und in Farbe Bücherwichteln quasi gewonnen. Also live und in Farbe, weil das eine Clique aus Bücherwürmern war, mit denen ich mich halt live getroffen habe, um zu wichteln. Und sonst war das immer nur so ein Paket Bücherwichteln. Buchlinge, das ist jetzt wirklich etwas peinlich, aber ich musste ganz kurz an meinem Blog nachschlagen, um was es nochmal bei Stardust geht. Dabei habe ich das Buch sogar erst vor 2 Jahren gelesen. Und zwar geht es dort um Kelly, die ihre Eltern durch ein Virus verliert. Und zwar hat dieses Virus dafür gesorgt, dass nur die Jungen und die ganz Alten überleben. Und die Alten sind mittlerweile steinreich oder bauen halt ihr Vermögen weiter aus und die Jungen, naja, leben halt in Armut. Allerdings gibt es für junge Menschen die Möglichkeit, ihren Körper an alte Menschen quasi zu vermieten. Und dieses Angebot geht Kelly halt schließlich ein, weil sie einfach Geld braucht. Und das ist dann quasi der Auftakt einer Dilogie. Ich muss gestehen, mir hat Band 1 nicht so gut gefallen. Ich fand die Geschichte zwar interessant, aber ich hatte unglaubliche Mühe mit dem Schreibstil. Ich weiß nicht, ob das einfach daran lag, dass der Schreibstil auch im Original, also es ist ein englisches Buch, im Original so schwierig ist oder einfach daran, dass es Probleme mit der Übersetzung gab. Ich fand den Schreibstil einfach so ein bisschen sperrig und auch irgendwie hölzern. Also mir hat da so die Liebe zum Wort, das Gefühl, so die Sprache einfach irgendwie gefehlt. Es klang alles so ein bisschen abgestumpft. Deswegen schlummert Enders immer noch auf meinem Sub, obwohl sich Emion, der ich die Reihe nämlich geerbt habe, dringend wünscht, dass ich sie endlich mal beende, weil sie mit mir drüber diskutieren möchte. Buchlinge, der Grund, warum die Stardust-Trilogie immer noch bei mir im Bücherregal schlummert, ist einfach der, dass ich sie von Emion geerbt habe und ich einfach hoffe, sie ihr eines Tages wiedergeben zu können, weil Emion die Reihe nämlich ziemlich gut gefallen hat. Kommen wir nun also zu der Bücherreihe, die die meisten von euch wahrscheinlich am meisten interessiert, zumindest diejenigen von euch, die das Bild einfach sehen. Und zwar schlummern auch bei mir ein paar Bände der Harry Potter-Reihe im Bücherregal. Ich besitze den 3. Band, den 4. Band, den 5. Band und den 6. Teil. Und natürlich auch das Theaterstück, das allerdings nicht mehr von J.K. Rowling geschrieben wurde. Kommen wir zuerst zur Reihe allgemein. Ich habe natürlich damals, also ich gehöre noch zu der Generation, die auf die nächsten Bände warten musste, auch mitgefiebert und mich auf die nächsten Teile gefreut und war natürlich verärgert, wenn irgendein Band mit einem ziemlichen Cliffhanger geendet hat. Aber ich habe auch während des Jahres viele Bücher gefunden, die mir die Wartezeit so ein bisschen versüßt haben. Was so viel heißen soll wie, mir hat die Harry Potter-Reihe sehr gut gefallen, aber für mich ist es nicht die Reihe Non Plus Ultra oder die beste Bücherreihe, Buchreihe aller Zeiten. Ja, wenn das jetzt mein Gefolge hört, dann werde ich wahrscheinlich gesteinigt. Mein Lieblingsband war der 3. Teil, weil dort so der Krimi-Fokus so ein bisschen im Vordergrund stand. Das ist jetzt auch so ein schräger Satzbau. Jedenfalls ging es in diesem Band mehr um die Frage, wer der Schwerverbrecher Sirius Black ist und ob er wirklich gefährlich ist. Und vor allem, wie man ihn am besten wieder einfängt. Es hat mir halt sehr gut gefallen, dass nach 2 Bänden Voldemort, mal Voldemort nicht so der Antagonist der Geschichte ist und man auch im 3. Teil quasi so ein bisschen mehr über
Harrys Eltern erfährt. Aber ich muss jetzt aufhören, weiter über den Inhalt zu reden, weil es ja vielleicht Leute gibt, die den dritten Teil noch nicht hören, aber diese Podcast-Folge hören wollen. Wir kommen nun zur Fear Street-Reihe von R.L. Stein. Die meisten Bände dieser Reihe sind in sich geschlossen. Allerdings könnt ihr hier auf dem Bild auch eine Fear Street-Trilogie erkennen. Da geht es irgendwie um drei Brüder und einen Fluch, soweit ich mich noch dunkel erinnern kann. Ich kann aber keine genauen Zusammenhänge mehr erklären, weil es einfach schon zu lange her ist, dass ich diese Reihe gelesen habe. Die meisten Fear Street-Bände sind aber in sich geschlossen, und zwar geht es da um Protagonisten, die seltsame Dinge erleben, wie zum Beispiel, dass sie entweder seltsame Dinge sehen oder seltsame Dinge hören. Sich dann natürlich die Frage stellt, werden die Protagonisten verrückt oder versucht irgendjemand ihnen irgendetwas unterzujubeln? Und diese Reihe kann ich allen empfehlen, die so ein bisschen in diese Genre Psychothriller, Thriller reinkommen wollen oder ausprobieren wollen, ob ihnen das Genre liegt. Zum einen, weil die Bände ziemlich kurz sind. Ich glaube, die meisten Bände haben so um die 150 Seiten. Zum anderen, weil es halt eben geschlossene Geschichten sind und man da nicht irgendwie mit so einem Cliffhanger zurückbleibt oder wenn man merkt, dass einem die Reihe doch nicht liegt, mit so einem blöden Gefühl zurückgelassen wird, weil man eben nicht weiß, wie die Reihe endet. Leider habe ich meine Lieblingsbände nicht mehr. Und zwar lag es daran, dass mein Bruder sie verliehen hat. Nein, die Bücherwürmer unter euch kennen das sicher. Ihr seid irgendwie diejenigen, die am meisten lesen, und dann kommt ein Geschwisterkind an und sagt, hey, ich muss ein Buch vorstellen, was kann ich nehmen? Und dann habt ihr natürlich Mitleid und drückt ihm irgendein Buch in die Hand, was so halbwegs spannend ist und sehr, sehr wenige Seiten hat. Und so konnte ich ihn dann mit Fear Street begeistern. Er hat auch tatsächlich ein paar Bände gelesen und dann hat er mich halt gefragt, ob er auch ein paar Bände an seine Freunde verleihen darf. Und natürlich habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Leider habe ich nicht damit gerechnet, diese Bände nie wieder zu bekommen. Deswegen, also die Bände, die hier übrig sind, ich glaube, die fand ich alle mehr oder weniger gut, aber meine Lieblingsbände sind jetzt irgendwo sicher in irgendeiner Ecke unbenutzt. Aber ich hoffe jedenfalls, dass sie gut unterhalten haben. Kommen wir nun also zur letzten Reihe, die da oben im Regal steht, und zwar ist das die Ugly Pretty Special Reihe von Scott Westerfield. Und diese Reihe, ihr werdet es kaum glauben, habe ich tatsächlich, glaube ich, in einem Twilight-Buch entdeckt. Und zwar gibt es ja manche Bücher, in denen hinten so Vorschauen drin stehen, so quasi auf Bücher, die Leute auch interessieren könnten. Die Reihe beginnt mit Protagonistin Tally, also die ersten drei Bände handeln auch von ihr. Und zwar ist Tally zu Beginn der Geschichte eben ugly, weil sie ist unter 16 Jahre. Und wenn man 16 wird, bekommt man in dieser Welt, in der Tally lebt, quasi eine OP, die sie schön machen soll. Und zwar so schön, dass sie quasi perfekt ist. Allerdings hat sie natürlich, glaube ich, so ein bisschen Angst vor dieser OP und sie hört, dass es Leute gibt, die so das System kritisieren, so einfach diese Tatsache, dass man mit 16 einfach umoperiert werden soll, ob man will oder nicht möchte. Und so gerät sie dann eben an eine Gruppe, die das System so ein bisschen kritisiert. Ich fand den Grundgedanken der Reihe ziemlich interessant. Allerdings kann ich das an dieser Stelle nicht weiter begründen, weil es einfach schon 10 Jahre her ist, dass ich die Reihe gelesen habe. Aber ich finde auch, dass man sie hätte gut auf ein paar Bände beschränken können. Haha, hier stehen 4 Bände. Aber ja, ich denke, man hätte die Geschichte auch gut auf 2 Bände zusammenfassen können. Im zweiten Teil, ja gut, das ist jetzt indirekt gespoilert, weil ich meine, ihr seht ja die Bücher hier vor euch, geht es halt darum, dass jemand pretty ist, also schön geworden ist und sich da halt so die Frage stellt, wie lebt es sich denn als pretty? Und im dritten Band, der nennt sich Special, geht es darum, wie man als Agent in dieser Welt überlebt. Und zwar sind die sogenannten Specials eben Leute, denen noch Superkräfte anoperiert werden. Die Specials sollen, glaube ich, all diejenigen ausschalten, die so ein bisschen systemkritischer daherkommen. Und im letzten Band, ich gebe zu, den letzten Band, ich glaube, ich habe vielleicht die ersten 10 oder 20 Seiten davon gelesen, fängt die Geschichte halt so ein bisschen von vorne an. Da geht es dann um eine neue Protagonistin. Und dieser Band steht wirklich nur in meinem Bücherregal, weil die Protagonistin denselben Spitznamen trägt, den ich früher hatte. Und ich weiß noch genau, ich stand so fasziniert in dem Buchladen und dachte, oh mein Gott, wie kommt jemand auf diesen Namen? Also kurzum, wenn ihr Dystopien mögt, dann könnte die Reihe was für euch sein. Allerdings müsst ihr damit rechnen, dass es halt hier und da so ein paar Längen mit sich bringt. Kommen wir nun zur nächsten Regalreihe und zur nächsten Buchreihe, und zwar Pink Muffin at Berry Blue von Hortense Ulrich und Joachim Friedrich.
Hierbei handelt es sich um eine E-Mail-Roman-Reihe. Und zwar lernen sich Barry und Protagonistin Max, also der Name ist nur eine Abkürzung, zufällig per E-Mail kennen und erleben quasi die verrücktesten Sachen. Die Bände sind auch in sich geschlossen und soweit ich weiß, braucht man auch nicht unbedingt alle Bände gelesen zu haben, bei der Reihe mitzukommen. Also die Protagonisten erwähnen immer, wenn irgendwas aus einem vorherigen Band wichtig ist, fassen sie das nochmal kurz zusammen. Aber ich fand das schon ganz nett, die Reihe wirklich von Anfang an zu beginnen, weil man dann eben auch die Charaktere gut kennenlernt und einfach gut herausfinden kann, wie sie ticken. Barry ist so ein bisschen so ein verpeilter Junge. Seine Eltern besitzen ein recht beliebtes Café und dort ist er auch gezwungen, ganz viel auszuhelfen. Und Max, also ein Mädchen, sie heißt Maximiliane oder so, hat sehr wohlhabende Eltern. Da weiß ich an dieser Stelle auch nicht mehr über sie. Ich glaube, sie war so diejenige, die so ein bisschen Pläne geschmiedet hat und so logisch an Sachen herangegangen ist, während Mary einfach so ein bisschen verpeilt daherkam. Und das Interessante ist, also ich glaube, der letzte Band hier im Bücherregal, das war der Band, den ich zum Schluss abgebrochen habe. Warum, begründe ich gleich. Die beiden haben sich im Laufe der Reihe, sind sie sich wirklich nie begegnet und das fand ich interessant, dass die Autoren das wirklich hingekriegt haben, ohne dass es irgendwie zu unlogisch gewirkt hat, dass die zwei sich nie begegnen. Ich muss zugeben, mir hat die Reihe zwar sehr, sehr gut gefallen, ich fand sie wirklich lustig, aber ich habe sie leider zu spät für mich entdeckt und zwar habe ich die Reihe irgendwie so mit 15 oder 16 entdeckt, aber eigentlich ist die Reihe, glaube ich, für Leute, die einfach jünger sind. Weil gerade im letzten Band ging es dann nochmal größtenteils um das Thema erste Liebe. Und das, es war gut aufbereitet, aber da hatte ich zu dem Zeitpunkt so diesen Punkt, wo ich dachte, okay, momentan interessiert mich das jetzt nicht mehr so, einfach weil ich das zu dem Zeitpunkt schon durch hatte. Dennoch, wenn ihr wirklich eine gute, lustige Bücherreihe sucht für, ich schätze mal so 11- bis 13-Jährige, kann ich diese Reihe wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Und das Schlimme ist, ich sage hier ständig Bücherreihe statt Buchreihe. Buchlinge, an dieser Stelle gibt es einen kleinen Exkurs. Und zwar kommt nämlich nach der Pink Muffin-Reihe noch ein paar englischsprachige Bücher. Es ergibt keinen Sinn, diese Bücher in einer extra Podcast-Folge unterzubringen, weil ich nicht alle von ihnen gelesen habe. Deswegen schiebe ich die jetzt hier einfach mal so ein. Und zwar ist Buch Nummer 1, Der Alchemist. Das wurde mir mal von der Grafikerin angedreht und sie meinte, oh mein Gott, Emma, du musst es unbedingt lesen. Und naja, es ist auf Englisch und ich habe mich lange nicht rangetraut. Aber wer weiß, vielleicht ist jetzt irgendwann so der richtige Zeitpunkt. Dann kommen wir zum nächsten Buch, The Summer I Turned Pretty von Jenny Han. Han, keine Ahnung, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Das war tatsächlich, glaube ich, das zweite Buch, das ich auf meinem allerersten Blog wirklich rezensiert habe. Und auch das erste Buch, das ich wirklich auf Englisch durchgelesen habe. Ich glaube, ich habe nur einen Bruchteil der Geschichte verstanden, aber ich fand sie wirklich, wirklich nett. Und zwar geht es hier um eine Protagonistin, die den Sommer mit ihrer Familie bei der Mutter einer Freundin verbringt. Schräger Satzbau, also ich mache das nochmal langsam. Und zwar hat unsere Protagonistin eine Mutter und die Mutter hat eine Freundin und diese Freundin ist quasi ihre beste Freundin und sie verbringen jedes Jahr den Sommer dort bei dieser Freundin und die Freundin hat halt auch zwei Söhne. Also unsere Protagonistin hat, glaube ich, ein oder zwei Brüder und die verbringen halt jedes Jahr den Sommer zusammen. Und sie nimmt halt immer wahr, dass sie halt so für alle so die kleine Schwester ist. Keiner der Typen nimmt sie wirklich ernst. In diesem Sommer scheint sich das dann zu ändern. Ich glaube, das ist sogar der Auftakt einer Buchreihe, deswegen passt es sogar hier ganz gut rein. Allerdings habe ich die Reihe nicht weiter verfolgt, weil ich die Geschichte an sich hier in sich schon recht gut geschlossen fand und mir dann diesen Zauber irgendwie nicht kaputt machen lassen wollte. Das nächste Buch ist hier ein Kurzgeschichtenband von Roald Dahl. Darauf bin ich aufmerksam geworden, weil wir eine Kurzgeschichte, glaube ich, aus diesem Band im Englischunterricht hatten und ich die irgendwie auch ziemlich gut fand, obwohl ich sprachlich wahrscheinlich auch nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte verstanden habe. Und ich muss auch zugeben, ich musste bei dem Buch hier ziemlich viele Vokabeln nachschlagen und deswegen hat mich dann auch irgendwie, ich glaube, ab der Hälfte oder noch vor der Hälfte der Mut verlassen, die Reihe, das Buch irgendwie fortzusetzen.
Und zum Schluss kommen wir noch zu Asphalt 2 von Morten Wu. Da hatte ich ein bisschen Glück und zwar ist das beim Ravensburger Verlag erschienen und die waren so freundlich, am Ende jeder Seite so eine kleine Vokabelliste anzulegen. Das hat mir das Leben unglaublich erleichtert. Hier geht es auch um eine Clique von Jugendlichen, die eben auf der Straße lebt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Buch nur aus einer Perspektive geschrieben war oder aus mehreren Perspektiven, aber wir lernen eben so diese Charaktere der Clique kennen, nämlich die Leute, die wirklich auf der Straße leben, weil es für sie quasi keinen anderen Ausweg gibt. Und dann gibt es noch ein oder zwei, die das Ganze mehr oder weniger so als Abenteuer sehen und so als rebellischer Akt. Ich fand das Buch wirklich gut, weil es eben dieses Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit so aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Auch eben zeigt, mit welchen Problemen sich die Leute, die halt wohnungslos sind, wirklich beschäftigen müssen. Zum einen eben solche Fragestellungen, wie kommen sie an Essen, wie kommen sie an Schlafplätze, aber auch so die Frage, warum leben sie eigentlich auf der Straße und gibt es nicht irgendwelche Möglichkeiten, wieder Obdach zu finden? Buchlinge, ihr habt es fast geschafft. Wir kommen jetzt nämlich zur letzten Regalreihe. Und hier gibt es tatsächlich nur zwei Buchreihen. Buchreihe Nummer 1 ist die Jahrhundert-Saga von Ken Follett. Und diejenigen von euch, die die Reihe bereits kennen, werden feststellen, dass es hier nur die ersten zwei Bände der Reihe gibt. Das ist, soweit ich weiß, eine Trilogie. Und in dieser Trilogie begleiten wir quasi drei Familien. Also zwei Protagonisten kommen aus Russland, eine Familie aus England und eine Familie aus Deutschland. Und so verrückt das auch klingt, diese drei Familien treffen im ersten Band nämlich aufeinander. Und das Faszinierende fand ich, dass es überhaupt nicht konstruiert gewirkt hat. Wie das bei der Jahrhundertsaga so ist, geht es im ersten Teil um den Ersten Weltkrieg, im zweiten Teil eben um den Zweiten Weltkrieg und ich glaube, im dritten Teil geht es um diesen Kalten Krieg. Die ersten beiden Teile haben über 1000 Seiten und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum der letzte Band noch nicht bei mir eingezogen ist. Der erste Band hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich eben die Geschichte auch interessant fand, ich die Charaktere mochte. Im zweiten Band fand ich es so ein bisschen schwieriger, weil wir da quasi die nächste Generation unserer Familie kennenlernen, also der Familien, die wir im ersten Band kennengelernt haben. Dann hat der dritte Band wahrscheinlich auch wieder über 1000 Seiten und ich weiß halt nicht, ob ich dieses Buch jemals in meinem Leben wirklich beenden kann. Aber ich habe halt eben auch schon die ersten beiden Bände im Regal stehen. Deswegen überlege ich mir jetzt, ob ich die ersten zwei Bände verkaufe und mir dann alle als Hörbücher hole oder mir wirklich den letzten Band noch als Printversion hole und ihn dann einfach ins Regal stelle, damit die Reihe vollständig ist. Das sind irgendwie so Luxusprobleme eines Buchlings. Die Reihe wurde mir tatsächlich im Englischunterricht empfohlen, beziehungsweise meiner ganzen Klasse, weil wir nämlich, ich glaube, in der 9. oder 10. Klasse ein halbes Jahr Geschichte und Englisch quasi zusammengelegt hatten, beziehungsweise Geschichte mehr oder weniger auf Englisch hatten. Da war eben auch das Thema, glaube ich, Erster Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob wir den Zweiten Weltkrieg irgendwie dann auch noch auf Englisch hatten. Und da wurde uns jedenfalls diese Buchreihe empfohlen und ich glaube, ich war die Einzige, die sie bis heute gelesen hat. Und zum Schluss habe ich hier nochmal eine Hörbuchbox mit der kompletten Harry Potter Reihe. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um diese Reihenveröffentlichung, Neugestaltung der Hörbuchbox, die jetzt neulich erschienen ist, sondern noch um die alte Hörbuchbox. Wobei die Cover hier, glaube ich, auch nochmal verändert wurden. Also ich glaube auch, dass das jetzt nicht die quasi allerersten Hörbuchcover sind. Die Hörbücher werden von Rufus Beck gelesen. Ich wollte unbedingt diese Rufus Beck-Sammlung und nicht die Lesung von Felix vom Manteuffel. Alle Hörbücher sind im MP3-Format und sind eben ungekürzt produziert worden. Und das Tolle finde ich an der Stelle, dass am Anfang der neuen Kapitel auch der Name des Kapitels genannt wird. Das finde ich nämlich super, weil man so irgendwie eine Hörrunde gut starten kann, beziehungsweise falls es irgendwelche Harry Potter Reread-Gruppen gibt, können Leute auch jederzeit das Hörbuch hören, weil man eben auch so die verschiedenen Abschnitte eben einhalten kann. Meistens ist es ja eben bei Leserunden oder Hörrunden so, dass das Buch in verschiedene Abschnitte eingeteilt ist. Und das lässt sich halt nicht umsetzen, wenn man eben am Anfang eines neuen Kapitels nicht erwähnt, dass es ein neues Kapitel ist. Buchlinge, wir sind nun am Ende der Podcast-Folge angekommen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass alle Bücher, die ihr hier im Video gesehen habt und über die ich eben in der Podcast-Folge gesprochen habe, entweder von mir selbst gekauft wurden oder ich habe sie zu Geburtstag, Weihnachten, wie auch immer, geschenkt bekommen.
Mich interessiert natürlich, habt ihr bis zum Schluss durchgehalten? Wie hat euch diese Art, dass wir schauen uns mein Bücherregal an, gefallen? Wenn ihr mögt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr keine Lust habt zu kommentieren, dann könnt ihr mir auch einfach einen Daumen da lassen. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Zumindest, wenn es der Daumen nach oben ist. Aha, und neulich war Emi ja noch ganz stolz auf mich, dass ich nie diese "Lasst mir einen Daumen da" Aufrufe mache. Ich selbst finde die eigentlich auch uncool, aber vielleicht haben einige von euch Lust drauf, mir so signalisieren, dass ihnen das Format gefallen hat. An dieser Stelle bleibt mir also noch zu sagen, bis bald. Möchtest die Podcast-Folgen gerne offline hören, dann besuche doch mal meinen Soundcloud-Kanal. Links dazu findest du unten in der Infobox. Ich freue mich.